Wenn einem Spaß macht, hey, ich will YouTube gucken, guck YouTube. Guck Fernsehen, wenn du Lust hast. Mach was, geh raus, hab Spaß, genieß die frische Luft zum Beispiel momentan. Es ist doch schade, wenn man einfach nur in den Tag reinlebt. Sorry, hab koppen müssen. Man sollte doch nicht was im Let's Play mit Kohlensäure trinken. Ja. Das Leben ist einfach zu kurz für sowas, für Trübsalblasen, für Langeweile. Jede Sekunde Langeweile ist eine verlorene Sekunde im Leben. So, jetzt darf ich aber von dem nachdenklichen Thema mal wieder weggehen. Ist ja schön, dass ich hier heute mal so durchlaber und was finde, was ich reden kann, was ich thematisch anschneiden kann. Aber, nee, ich will euch auch nicht, naja, mit Floskeln zulabern. Es war auch mal schön, drüber geredet zu haben wieder. Vielleicht für ein paar Leute ein Denkanstoß, ich weiß ja nicht. Vielleicht komme ich ja so weit zu euch durch. Ich bin eigentlich wirklich ein Mensch, der in allem das Positive sieht. In allem. Ich bin einfach der typische Optimist, um ehrlich zu sein. Ich sehe immer das Glas halb voll an, nicht halb leer. Wenn mir das Leben einen Stein zwischen die Beine wirft, dann versuche ich mich aufzurappeln und trotzdem noch das Gute dran zu sehen. Es geht immer. Man muss einfach nur was Gutes sehen und das geht auch in den meisten Situationen. Okay, manche Sachen, da geht es einfach nicht, weil die einfach zu dramatisch sind. Was weiß ich? Nee, da will ich jetzt gar keine Beispiele nennen. Aber ihr, glaube ich, wisst, auf was das ich raus will, was vielleicht nicht so prickelnd wäre. Also, da wo man vielleicht keine positiven Sachen draus ziehen kann, gibt's. Okay, muss ich zugeben. Aber ich versuche, so gut es geht, irgendwie positiv zu denken. In allen. Es gibt immer was. So auf die Art, ja, Junge, du musst Überstunden machen. Da sehe ich nicht, scheiße, ich muss mehr arbeiten, sondern cool. Ich krieg vielleicht noch einen Urlaubstag zusammen. Oder ich lasse mir auszahlen, ich krieg mehr Geld. Irgendwie sowas sehe ich dann. Und nicht so, oh, scheiße, noch mehr arbeiten. Nee. Oder ich freue mich drüber, juhu, wir haben so viel Arbeit. Über das muss man ja auch eigentlich froh sein, wenn man viel genug Arbeit hat. Dass hier Überstunden angesagt werden. Dann kann man sich freuen heutzutage, wenn es seiner Firma gut geht, wenn man Überstunden machen muss. Weil besser als gar keine Arbeit. Meine Meinung. Habe ich heute zwar schon ein paar Mal gesagt, dass das meine Meinung ist, aber gut, die Gedanken sind frei, na? Und so zum Beispiel sehe ich das Leben. Das. Mei. So bin ich eben. Na, der Frosch will auch nicht verschwinden. Vor allem, ich züchte ihn förmlich mit dieser ganzen Reederei. Reederei. Wort ins Klo greifen, würde ich mal das nennen gerade. Eine Reederei. Das Gerede. Richtiges Wort gefunden. Juhu. Ich freue mich. Ich habe das richtige Wort gefunden. Reederei. Da muss ich mal direkt auf den Kopf patschen. Mache ich doch direkt mal. Vielleicht habt ihr es ja gehört. Ja. Ab und zu bin ich echt dämlich mit Wörtern. Also Wortneukreierung. Mal anders. Das ist ab und zu schon lustig, was man für einen Käse erzählt. Oder Versprecher. Versprecher sind auch immer lustig. Genauso lustig wie Verhörer.
Wenn sich jemand verhört und... Ich bin so dämlich. Sich verhört und irgendwas ganz Lustiges versteht, wo man das gar nicht gesagt hat. Das ist auch lustig. Das finde ich auch cool. Es hat auch Stil. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Haha. Hier geht's lang. So. Ist auch immer schön. So ein Verhörer, Versprecher. Ah, lustig. Ja, ja, einfach mal das verkehrte Wort missbraucht. Reederei. Oh Mann. So kann man es auch machen. Einfach mal wirklich Wörter total für was anderes hergenommen. So, da kommt Klini rein. Hier kann Kobbel rein. Kommt hier Klini. Klini. Und hier kommt das Eisen aus dieser Wand. In meinen irrenmeinten Inventar. In mein schönes Inventarlein. So, hey, da ist noch mehr. Hat niemand auch alles mit. Juhu, da ist noch was. Juhu, mitgenommen. Mitgenommen. So. Zap, zap. Zumachen. Und dann wieder alles schön verkleinern. Bisschen Kleenex verstreuen. Kleenex. So, jetzt muss ich mal echt gucken, wie weit ich noch habe. Ich habe aber, glaube ich, noch ein gutes Stück hier vor mir, was ich hier verbauen muss. Ja, locker noch dreimal so weit. Bis dahin geben wir dir ja locker die Themen aus. Das hält doch kein Mensch im Kopf aus. Da muss ich ja reden, bis ich umfall. Ich hätte irgendwie gerade vor, mal zu gucken, wie lang ich schon wieder aufnehme. Das mache ich auch mal kurz, weil ich jetzt nicht weiß, um ehrlich zu sein, wie weit oder wann ich überhaupt angefangen habe. Das ist mein Problem gerade. Ich könnte aber auch einfach aufnehmen. So, finde ich jetzt meinen Ordner, wo ich dieses Zeug hier rein tue. Ach, ich habe ja noch nicht mal eine Stunde. Da fehlt mir ja noch 10 Minuten für. So, deswegen geht es hier wieder weiter. So, ich habe heute schon ziemlich ernste Themen angeschnitten. Ist eigentlich schon krass. Will ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich eher der spaßige Vertreter im Let's Play, aber ab und zu müssen auch mal solche Themen raus. So, jedenfalls, jetzt buddel ich nicht nur einfach sinnlos rum. Irgendwann muss ja auch mal vorbei sein wieder. So, haben wir hier. So, dann machen wir ein so ein Ding noch bis zur nächsten Fackel. Und dann gehen wir mal wieder an den Ausbau. Dass es auch mal wieder ein anderes Bild gibt. Die Thumbnails vom YouTube, also das Bild vorher. Das ist, glaube ich, jetzt die letzten vier Folgen jedes Mal dasselbe. Ist jetzt auch nicht unbedingt schön, wenn es jetzt mal genau gleich aussieht. Da meint man immer so schnell so, der hat ja eh nichts Neues gemacht. Ah, ich hätte gern endlich mal die Thumbnails, so wie Gronkh, die selber kreieren. Das wäre so geil. Aber für diese Rechte muss ich noch lange, lange warten. Glaube ich jetzt mal. Da ist noch ein langer Weg hin bei mir. Gut, wäre schon schön. Wir sind reich, reich. Reich sind wir. Wir haben Gold gefunden. Nee, aber für sowas... ich träume zwar jeden Tag davon so, plupp. Dass ich von heute auf morgen berühmt wäre mit YouTube. Also mit meinen Dingern. Das ist eigentlich mein eigentliches Ding. Ich will... Ja, Spaß haben, aber auch irgendwo der Welt meinen Stempel aufdrücken. Ein paar mehr Leute haben, die sich an mich erinnern. Falls ich morgen ins Gras beiß, unter anderem, wären wir schon wieder bei dem Thema, ins Gras beißen. Naja,
nicht unbedingt Let's Player tauglich, dieses Thema. Aber kommt vor. So. Jedenfalls, ja, muss ich hier noch lang. Hier muss noch Cleanstone rein. So. Machen wir hier schon mal alles schön. Dann müssen wir hier auch gleich mal den Zweiergang noch raushämmern für ein Ding. Für den Kies. So. Ja, jedenfalls, ich will... Ich mach's aus Spaß, weil ich Spaß hab am Spielen. Mach ich's. Und ja, meiner dieser Welt einen Stempel aufdrücken. So, ich war hier. Und ja, nichts geht leichter mittlerweile als mit dem Internet. Und YouTube ist nun mal Internet. Da muss ich doch wirklich das zugeben. Mehr will ich nicht. Ich will irgendwo einen Bekanntheitsgrad, dass man sagen kann, ja, okay, an den erinnere ich mich, ist meine Jugend, ist mein, was weiß ich, ich habe sehr viel gelacht oder irgendwie sowas. Dass sich irgendjemand dran erinnert, hey, da war doch mal einer, den habe ich mir saugern damals auf YouTube angesehen. So was. Aber das will, glaube ich, irgendwie jeder Mensch irgendwo ein bisschen bekannt sein. Und deswegen mache ich das irgendwo. Mitunter. Nicht nur der Spaß. Aber mir macht es auch Spaß, wenn man sieht, so, neuer Kommentar. Hey, dem gefällt's. Das Glücksgefühl bei jedem Kommentar. Bei mir, das gefällt mir einfach. Ich weiß noch, wie ich den ersten Kommentar gekriegt habe auf dem Video. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Gut, ich rede jetzt gerade so, wie wenn ich es jetzt schon 20 Jahre lang machen würde. Vielleicht mache ich es ja noch 20 Jahre lang oder länger. So als 50-Jähriger oder in der Rente noch. So schon, keine Ahnung, 20.000 Videos oben. Gut, das wäre ein bisschen übertrieben. Muss ich mal rechnen. Wäre eigentlich nicht mal so unmöglich. Wenn ich diesen Rhythmus beibehalten kann, wäre es nicht mal so unwahrscheinlich. Oder? Muss ich nochmal nachrechnen. Habe ich jetzt aber irgendwie auch keine Lust. Musik? Musik, wo bist du? Ah, Knopf drücken, dann funktioniert das. Einfach wieder weiter skippen. So. Dann machen wir hier mal wieder Kies rein. In unserer bekannten Schnellbauphase. In unserer Speedrunde. Ja, in unserer Speedrunde. Das... Ich kann schon irgendwo schnell abbauen, aber das können ja... Oder schnell bauen. Ich... Nochmal. Wortdünnschiss. Es... wie soll ich sagen? Es können ja viele schnell bauen. Also das ist nichts Besonderes. Aber ich find's cool, dass ich da mithalten kann. Ich habe mal das letzte so ein Video im YouTube gesehen. So ein Together. Ich weiß nicht mehr, von wem es war. Es war geil. Jedenfalls... Eine Frau... Oder ein Typ hat mit einer Freundin, mit seiner Freundin, Frau, Bekannten, was weiß ich, aufgenommen. Und jedenfalls, die guckt ins Inventar und währenddessen geht der Typ her und baut die ein. So, irgendwas stimmt mit Minecraft nicht, hat die Frau gesagt. So, bei mir ist alles dunkel. Was ist da los? Ey, du Mistkerl, hast mich eingebaut. Das war so geil. Ich hab mich weggeworfen vor Lachen. Sowas ist echt geil. Der hat so schnell gebaut, dass die gar nicht gecheckt hat. Hoppala, der hat mich jetzt eingebaut. Ist jetzt nicht phänomenal schnell.